Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Far Cry. Ja, was soll ich sagen? Alle Türme fertig. Oh, das ist so geil. Wir brauchen keine Türme mehr machen. Das heißt, die ganze Karte hier haben wir jetzt echt aufgedeckt. Ist das nicht geil? Okay, es gibt hier nur so ein paar rote Stellen vereinzelt, aber ja, es gehört halt dazu, Freunde. Das ist ja nicht das Problem. Also wir können jetzt auch direkt mal hier versuchen, den ersten Stützpunkt da zu vernichten. Oh, hier sind schon wieder welche. Alter, die auch genau zu mir kommt. Stirb, du Dreck. Boah, wo ist er? Hä? Wie es ihn einfach zerberstet hat mit dem Gewehr, Junge. Der ist weg. Oh, da sind schon die nächsten Tiere. Da oben. Nee, ich glaube nicht, dass er dieses Wolfsgeräusch gemacht hat. Brennt nur keiner Tarp hier. Brennen. Ja, dein kleines, dreckiges Fell muss brennen. Wo seid ihr? Hier? Wolfsgeräusch muss brennen, hab ich gehört? Ja, so mach ich's am liebsten. Hoho, Junge. Wölfe brennen hier? Nee, da vorne. Warte, er brennt nicht. Er ist davon gekommen. Ey, kleiner Wolf. Ja, so gefällt es mir besser. Und wo ist jetzt dieser Vogel? Aber dieser Flammenwerfer, ne? Der ist das Beste einfach. Ja, wie du jetzt noch da die anderen Büsche ansteckst. Bis der nächste. Was frisst du denn hier? Ah, der hat sich so einen scheiß Vogelstrauß hier geschnappt. Federn. So, boah, wo sind wir denn hier? Ist ja ultra hell hier in diesem Abschnitt. So, gib mal dein Fell. Und es ist einfach zerstört. Beschädigtes Fell, ja, okay, das ist auch ganz klar. Ach, aber Köder. Ah, stimmt. So, ich muss jetzt kurz belegen. Ach ja, genau. Genau. So, hier haben mir die Kollegen schon ein Auto geholt. Nicht? Scheiße, ich dachte, hier wäre ein Auto. Ich muss verrückt geworden sein. Stimmt, die haben wir jetzt komplett aufgehört dadurch. Diese Propaganda. Na Jungs und Mädels, wie geht's euch? So, wir gehen weiter. Jetzt muss ich echt zu Fuß laufen, Freunde. Das kann nicht wahr sein. Ah, ja, wieder höre ich ja schon jemanden kommen. Stop! Ja, bitte überfahrt mich jetzt nicht. Du musst da leider raus. Komm, raus da. Ja. Sowieso nicht gerne. Ja, das ist, glaube ich, dir sogar. Ich suche nur nach Munition, aber wenn ich was Gutes finde. Ja, komm. So, wir drehen eben und. Wir versuchen was mal Sirius zu. Alter, wie er in mein Auto rennt, Junge. Ist der Typ eigentlich nur noch fertig? Alter, was bist du für eine Ausgeburt, Junge? Kann doch einfach nicht wahr sein, wie dumm du bist. Junge. Die Menschen, die sind so fertig, diese Kyrat-Menschen hier. Boah, sie regen mich auch überhaupt gar nicht auf. Wie kann man denn so doof sein? Piss dich. Ey, ich muss hier lang. So, hier ist ein Händler, den werde ich mal kurz besuchen. Boah, wäre auch schon eine Schrecke in den Knien, hat, Junge, wenn ich angefangen komme. So, neue Waffe freigeschaltet, A52. SA-50, boah, was ist das denn, Junge? Das Armor. Erstmal alles verkaufen. So, was war das denn so gerade für eine Knarre? Die sah aber gar nicht so schlecht aus, muss ich mal sagen. Hier. Hä? Wie ich sie gerade nicht sehe. Hab ich doch gerade freigeschaltet. Oder ist das etwas Einzigartiges? Nee, anscheinend nicht. Doch hier, die habe ich freigeschaltet. Die hier unten? Kaufen. Du kannst diesen Auslasserwaffe nicht wechseln. Die sieht ja nämlich immer an Star Wars, an die Waffe von Han Solo. Immer. Ach hier, da, freigeschaltet. Aber Seitenwaffe? Nee, es kann keine Seitenwaffe sein, Freunde. Hier habe ich zwei freigeschaltet. Da ist er.
Mhm. Ich weiß nicht, ob die was kann. Das ist jetzt echt so. Warte mal, Genauigkeit, Schaden, Reichweite, ungefähr merken. Und ich habe ja aktuell. Was habe ich eigentlich nochmal aktuell? Die Dreck hier. Schaden ist nicht so hoch bei der. Im Gegensatz zu der hier. Die ist aber genauer. Die nicht. Das kann ich wahrscheinlich durch das. Die hat einen ultra besseren Schaden hier auf jeden Fall. Die hat eine höhere Schussfrequenz. Ich teste die, glaube ich, mal. Wie gefällt die mir? Ich weiß auch nicht warum. Ja, wird aber Zeit, dass wir wieder ein bisschen shoppen gehen, oder? Wie sieht's aus? Aha. Die werde ich natürlich gegen die hier tauschen. Ist ja ganz klar. Wenn wir da schöne Scope noch drauf machen. Natürlich das dickste, was es gibt. Oder Objects Visier oder nur ein Rohpunktvisier. Alter, was ist die Frage? Damit tun wir das dickste hier drauf. Plus ein fettes Magazin. So, schöne Farbe kriegt die noch. Mir meldet wird nicht. Grün. Festland. Ah, ist schwer. Jäger. Hey, dumm. Die gefallen mir alle wenig, muss ich ganz ehrlich sagen. Gut. Was ist das hier? So, mal gucken, wie die, was die können. Vielen Dank. Bitte beehre mich bald wieder. Achso, ich brauche noch Munition, glaube ich, ne? Du Dreck. Ja. So, dann schauen wir mal, was die Knarre so zu bieten hat. Ja, das Radio. Vielleicht können wir sie auch gleich mal oben gleich ausprobieren, wenn wir das neue Gebiet da einnehmen. Und den Außenposten da vernichten. Ihr habt schon irgendwas gehört. Irgendwas, was Stress sucht. Ach ja, wir lassen uns heute mal nicht ablenken, ja. So, wie weit ist es denn da noch? Ich kann es gleich. 800 Meter? Aber wie weit müssen wir bitte fahren? Wie einfach jeder Dorfbewohner Dosen vorne auf die Armatur legt. Das ist ein Dorfbewohner vor allem. Jeder von diesen komischen Leuten. Warum steht hier ein Auto? Da muss doch hier irgendwo was sein. Hä? Okay, ist eine Außenstellung, aber keiner da. So, holen wir uns mal eben die Kisten hier. Ist etwas Sinnvolles. Karma-Ereignis. Tötet die Wachen und befreie die Geiseln. Ja, natürlich. Okay, hier muss irgendwie eine Höhle wieder unter uns sein. Alter! Boah, Junge, wie der Bär mich einfach haben möchte, Junge. Unglaublich. Ja, Junge, wie ist es zerlöchert, Alter. Aber ich hab irgendwas brennen, oder? Wie seht ihr das? Okay, ich glaube, es juckt den überhaupt gar nicht. Der ist anscheinend feuerfest. Ja, komm schon. Rette sich, wer kann. Ey, doch, komm her. Hals, Junge, hast keine Fragen mehr, ey. Ah. Zack, erstmal für den Tank schießen, Junge, weil ich es kann. Zack. Zack. Was, Junge, war's mit ihm. Und du? Was hast du für ein Scheißproblem, Alter? So, kurz heilen eben. Alter, wie sie einfach wieder richtig instant Stress besuchen, ja. So, komm her, du. Kleiner Geretz. So, haben jetzt alle hier die Schnauze voll? Oder noch einer? So, filetieren wir mal eben kurz hier. Kommt da so ein Fischstäbchen raus. Da ist es. Mach das Radio aus oder zisch ab. Was soll denn das? Soll das, hab ich dich gefragt. Was soll das, Junge? Bootzug, es hätte explodieren müssen, Junge. Ey, dann würde ich den Kanal löschen. Junge, Junge. Kammerereignis, ja, achso, wir haben es ja immer noch. Töte die Geiseln und rette die Wachen. Yeah. Na, natürlich nicht. Was hat die heftige Probleme? Hat diese komischen Rehe da. Wow.
Guck, wie der Bär da irgendwie. Der Bär hat jetzt nicht im Ernst einen anderen Bär angegriffen, oder? Ist jetzt nicht passiert, wirklich, oder? Boah, ist die Natur fertig hier, Junge. Die hat's auch nicht im Griff. Reacher-Mine. Ey, Junge, der hat die Bären sich hier gegenseitig vernichten. Ich glaub nicht, dass das so ist in der freien Wildbahn. Also so, vielleicht. Ja, ich bin jetzt aber auch nicht unbedingt der Ultratier-Expert. Warum entführen die mich? Meine Familie ist arm. Wie soll ich die denn jetzt hier drin bitte unbemerkt befreien? Ich muss mal in die Toilette. Das wird doch jetzt instant in die Hose gehen, auf jeden Fall. Wir speichern das mal eben ganz kurz. Nummer 1 und Nummer 2. Jetzt müsste ich schon reinrushen eigentlich. Ach, das war's schon. Krass, wieso voll die tiefe Mine, ey. Also hier war irgendwo ein Zettel. Da. Alle chemischen Abfälle sollen ab sofort zur Halde im Südosten von Utkarsh gebracht werden. Der Befehl stammt von Yuma persönlich. Das heißt, alle Feste, die in den letzten Monaten deponiert werden, müssen zu der neuen Halde gebracht werden. Ich weiß, das ist ein ambitionierter Plan. Das ist ein ambitionierter Plan, aber noch besser als das Durgesch versetzt oder ins strahlende Gesinnungslager verfrachtet zu werden. Naja. So. Wie? Was denn hier, Alter? Bist du durch? Komm, hau das Ding. Yeah. Hä? Warum schießen die dann? So, wo sind die Schatztruhen? Da vorne. Da. Guck mal, gibt's die Flakgeschütze. Ah, ist ja interessant. Bin ich hier noch irgendwo? Gab's da rechts auch noch einen Gang, oder? Ich weiß es gerade nicht so genau. Aha, hier ist die Matratze zum Ausruhen. Dumm! Ich einfach dieses dreckige Loch falle. Boah, Leute. Das hat ein Stress hier. Ja, warum fange ich den nicht. Ey, Junge. Weißt du was? Scheiß doch drauf. Ich geh jetzt direkt zu dem Lager, wo ich eigentlich hin wollte. Das hört schon wieder nach was Dickem an, Freunde. Es hört sich nach was Dickem an. Bam. 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 Ey, alles cool. Der ist musste sein. Guck mal, hier liegen Kräuter. So. Und weg hier. Ey, ich hab keinen Bock mehr. So, Radio schnell mal ausmachen. Das ist das Wichtigste einfach. So, und jetzt werden wir einfach nur noch dahin fahren. Und nichts anderes. Was? War hier Stress? Haha, Multikill. Einmal perfekt gesessen wieder. Ich liebe es einfach. So, jetzt muss ich natürlich noch da oben hinkommen. Guck, wie hier oben so Ketten am Fenster hängen. Ey, Junge. Wie sie einfach alle gelitten haben. Jetzt muss ich hier. Boah, wer hat diesen Baum denn gestellt? Ich weiß nicht, ob ich es schaffen werde. Also ich werde es bestimmt schaffen, aber Moment. Könnte ich hier schräg hoch an der Seite? Habe ich mich gerade verguckt. Aber ich kann doch schon hier hoch, oder? Sieht das schon so aus, ein bisschen. So, komm. Jetzt schon den Berg hier hoch. So, da oben geht's einfach schon wieder richtig ab. So, nächster Berg. Klettern. Hammer. So. Und hoch hier. Ja, so ist das richtig.
Kann ich theoretisch noch drüber schwingen, aber das mache ich nicht. Töte die Wachen und rette die Geiseln. Schon wieder. Da unten? Ah. Das können wir von hier aus eben erledigen, oder? So. Zack, haben wir das abgeschlossen. Ja, kann ruhig noch ein bisschen gefesselt bleiben, das ist nicht schlimm. Vielleicht wird er gleich von einem Schneeleoparden gefressen oder so. Da haben wir alle was von. So. Gehen wir da hier in den dichten Fichtendickicht. Und beobachten erstmal wieder ein bisschen das Geschehen hier. Ich einfach keinen sehe. Da hinten. Oh, das ist etwas kräftiger, oder? Da unten auch. Ein bisschen höher noch. Aber sonst keiner zu sehen? Das kann doch nicht sein. Doch, da sind sie alle. Da ist der Rest. Aber es sind mir trotzdem zu wenige. Das kann ich mir gar nicht vorstellen, dass das nur so wenige sind. Da ist auch noch einer. So, wenn wir sie jetzt einer nach dem anderen Stealth ausschalten, würde ich sagen. Ich warte, bis ich ihn besser sehen kann. Der Bienenstock, ne? Jetzt verschwinden die alle hinter den Häusern, aber ich fasse manchmal nicht. Ob ich ihn so treffen kann, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. So, hier ist Trick. Wie nimmt den Mörser? Ja, natürlich! Ja, wir sind sofort wissen natürlich, wo ich bin. Ja, okay, alles klar. Ihr wollt es wieder so. Ups. Ihr kriegt es auch so. Genauso wie es braucht, richtig ist. Und tschüss. Guck mal, wer da hinten ist, ja. Ach, ja, das machen wir nur das MG schmecken. Soll ich hier nochmal in Verstärkung? Die ja eh nichts kann. Na? Sag, Junge. Ist wieder richtig abgedient. Oh, von rechts, von rechts, von rechts. So. Der hat immer genug erstmal. Sag, Junge. Hier kommt Hilfe. Ja, guck, eigentlich könnt ihr wieder fahren. Ihr seid unnütz. So, zwei Granaten. Ja. Okay, die zweite hat nicht so gut gesessen. Da, oh, da sind sie alle. Was einfach nur die Fetten sind, ja. Ja, die muss ich auf jeden Fall anders machen. Ich glaube, mit Mollys ist es. Na ja. Ich mag's, wenn hier selber brennt. So. Da war er. Ich mach dich fertig! Na, hier ist er. Wo ist der andere? Wow, wow, wow. Ja, komm. Vielleicht brennt er gleich das Poster weg. Alter, alter Schwede. Wow, 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 wow. Ich muss doch hier durch, lass mich hier durch. Alter, 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 alter. Wow. Bam.
werde euch eh alle vernichten. Ihr werdet gar keine Chance haben. Deswegen gibt's am besten jetzt schon auf. So, der letzte hier, wo ist er? Der letzte lebende Geritz. Da. So geht das, Freunde. Geht so und nicht anders. Merkt euch das endlich. Boah, das ist doch gleich der Kaffee kalt geworden. Mann, Mann, Mann. Das war erstmal wieder ein bisschen Munition hier. Deswegen erstmal kurz ein bisschen Sachen einsammeln. Was hast du noch für mich Schönes? Neue Aktivitäten, Weltkarte ansehen. Hier auch nochmal kurz schauen. Ich brauche ein bisschen Zeug. Boah, Alter, wie es einfach schon wieder richtig losgeht hier. Oh, hier war ein Bärendorf. Der wurde anscheinend weggeknuspert. Ich hätte es natürlich auch mit Tieren versuchen können, ne? Aber gut. Denk mal halt erst später dran. So, auch Munition am Stissel. Was hast du noch für mich? Sniper-Munition, ne? Gibt es da so viele Plakate? Ist ja unglaublich. So, hier sind auch noch ein paar Kollegen zum Looten. Klappenmesser. Ach, jetzt seid ihr auf einmal da, ja? Immer wenn man euch am wenigsten braucht, ja, dann kommt ihr. So. Wenn Shakuri recht hat, ist es diesmal schwierig. So, ich muss mal eben hier meine Sachen aufpimpen. Und ich will jetzt hier nichts hören in diesem Haus, okay. Alles nachfüllen. Scheiße, muss verkauft werden. Sehr gut. Ja, die Waffe gefällt mir bis jetzt auf jeden Fall sehr gut. Die werden wir erstmal behalten. Einen Bonus-XP erhalten. Das lese ich immer gerne, sowas. Das mag ich. Auf alles vorbereitet. Wer, du? Ein Fahrzeug bräuchte ich. Da habe ich schon eins gesehen. So ein abgelegenes Gebiet. Und zwar hier. Namaste, Agent. Ja, ja, Namaste. Gibt es auch was Größeres hier oder nur so Quartz? Ja, da müssen wir so ein Quad nehmen. So, als nächstes werden wir dem Gebiet hier unten noch einen Besuch abstatten. Einmal werden wir in der Folge jetzt einfach zwei Dinger freischalten. Zwei Außenposten mal nicht vernichten. Und dann haben wir es ja schon fast. Wow, wow, Alter. Da kann ich eigentlich nicht runterspringen. Ja, sowas ist natürlich weniger gedacht. So, muss das sein. Ja, das ist natürlich ein Quad. Und so. Ho, ho. Oh. Ja, okay, es geht nicht. Es geht nicht. Ist ja eigentlich auch logisch, aber das Spiel dann doch so schlau, hätte ich es ihm gar nicht zugetraut. Scheiße. Scheiße, meine ich. So, neuer Versuch, neues Glück. Na, verstanden was er jetzt. Ein Wingsuit. Warte mal, kann ich nicht direkt mit dem Wingsuit rüber fliegen? Wenn ich direkt von hier oben aus starte? Könnte doch funktionieren. Wo ist der Punkt nochmal da unten? So, da hinten. So, jetzt pass mal auf. Ich glaube, das schaffen wir. Ja, ich komm mal. Boah, was ist denn hier schon wieder los, ey? Ja, juckt mich das überhaupt nicht. Ja, guck mal, ey. Ist ja viel schlauer so. Falsch, wie ein Vogel. Ey, dumm. Falsch eröffnen. Yeah. Und direkt weiter. Gar nicht lange aufhalten. Da fahren eh nur wieder so komische. Hör ich, der war ein Adler. Zieh dich, Junge. Die Adler sind die schlimmsten Tiere. Das ist so wie bei Morrowind die Vögel, Junge. Das war einfach das Beschissenste damals. Weil sie einen einfach aufgeregt haben, nur. So, und nochmal. Schön durch die Bäume durchgleiten. Weil es kann. Und. Fallschirm öffnen. Yeah. Oh, ich sollte aber ganz schnell hier hinter dem Baum verschwinden. Stein, meine ich. Und sofort mal gucken. Da oben ist einer. Da unten läuft einer.
Okay, da sind sie alle. Okay, wollen wir loslegen. Lassen wir das Feuerwerk schon beginnen. Zack, Nummer 1. Nummer 2. Okay, komm. Ja, wie ich ihn wieder nicht getroffen. Alter! Ja, die haben immer Mörser mittlerweile. Ich will es erstmal ausbrennen. Wir sind 30 Sekunden da! Hilfe ist auf dem Weg! Und rein hier. Wenn sie es von innen raus vernichten. Wir kommen von Süden. So, Mörser wird erstmal weggebrannt. Der Tod wird dich erlösen. Ich möchte keine mehr. Was? Hey, hi Freunde, ich grüße euch. Ihr seid nicht eingeladen zu meiner Party. Scheiße, scheiße. Wo sind die denn? So. Wieso kriege ich denn warum so viele Erfolge? Mein Gott, stirb doch mal hier, ey. So. Geht doch. Wir kommen von Norden. Das ist der andere Dreck. Ich kümmere mich schon rum. Ihr könnt euch ja eh nicht selber verteidigen, weil ihr es nicht könnt. Wow. Okay, es hat ihn wieder nicht interessiert. Ihr geht einfach durch. Es juckt einfach gar nicht, dass die Granaten in ihm explodieren oder auf ihm. Ich verfüttere dich an die Geier! Junge. So, jetzt aber. Hä, immer noch nicht genug. Geht doch. Wow, wow, wow. Da. So. Die Drecks haben wir schon mal. Ja, der lebt ja immer noch, der Kollege. Was ist denn mit dem los? So. Kopfschuss. Der letzte ist da hinten. Hier. War's das? Hätte wir immer noch keine Fragen hatte. Boah, Junge, der spritzt da einfach weg, Junge, wie ein Dreck. Ja, jetzt war auch ein bisschen befreit, dort drei Stück. Boah, geil. Ja, danach hat er ja nichts mehr zu melden. So. Hey, Hogoro. Wo haben wir da? Poster. Das werden wir erstmal wieder vernichten. So. Dann gehen wir in eine Kiste. Da oben. Die nehmen wir uns noch. Dann filmen wir uns nochmal eben schnell auf hier in dem Haus. Nein. Sie sollen dafür sterben, dass sie meine Familie entführt haben. Ich lasse sie büßen. Oh, jetzt habe ich noch so einen Auftrag genommen. Das kann doch nicht wahr sein. Das kann doch einfach nicht wahr sein. Verkaufen hier. Ein bisschen, was habe ich ja wieder? Weste. Sprisen. Und das auch. Geiselrettung. Na gut, Freunde. Dann machen wir die Geiselrettung erst in der nächsten Folge. Und schön, dass ihr wieder dabei wart. Haut da rein. Haut rein.